sind wir im Senderaum von RTL. Die Sendung beginnt. Unerfüllte Liebe, das Thema. Wir alle haben das Lied gelernt oder die Geschichte gehört von den zwei Königskindern, die zueinander nicht kommen konnten. Wir kennen die Geschichte von Romeo und Julia, da war einfach der Balkon zu hoch. Da fragt man sich natürlich, warum verlieben sich Menschen so fast sinnlos, wenn sie dann doch nicht zueinander kommen. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Wir haben Gäste eingeladen, die ihre ganz speziellen Erfahrungen gemacht haben. Wann haben Sie denn kennengelernt, die Elfi? Ja, ihre Mutter betreibt eine kleine Pension. Und das war eigentlich ein Zufall. Das ist der schlauste Trick überhaupt, als man, wenn man dann in die Pension der Mutter einzieht. Naja, die Mutter sah auch nicht schlecht aus, aber ich habe mich dann doch für die Elfi entschieden. Ja, aber... Ja, erzählen Sie ruhig weiter von zu Hause. Naja, das ging dann Schlag auf Schlag. Nächstes Jahr kam die Elfi nach Trier, weil Trier hat ja auch viele Winzerfeste und so. Mhm. Und dann hat es dann gleich Bums gemacht. Also, du weißt? Nein, es hat geschnackelt. Mhm. Auch bei ihr. Weshalb sind Sie denn jetzt nicht zusammengekommen? Wir sehen uns wirklich nur einmal im Jahr. Das hat sich so fortgesetzt. Wir sehen uns wirklich einmal im Jahr, 4 Wochen. Und dabei ist es geblieben. Aber sie ist immer noch genauso schön und genauso attraktiv wie damals. Vor allem, sie ist jetzt ein bisschen mehr geworden. Und das ist besonders toll. Gott, nee. Also, ich meine, was trägt ihr euch eigentlich hier auf? Ich meine, sowas. Ja. Vor allem... Du redest ein bisschen wie ein Sexpots, oder was? Ja, und du bist eine Emmanze, oder wie? So siehst du auch aus. Entschuldigung, aber... Also, jetzt muss ich mal was sagen. Ich meine, wir Männer sind natürlich auch Geschöpfe Gottes und haben Augen bekommen. Aber die Frauen sind genauso. Erstmal möchte ich das von Herrn Bose jetzt wissen. Können Sie sich denn auch vorstellen, dass Sie vielleicht sich dennoch noch mal treffen und zusammenkommen? Zusammenleben? Ja. Also wir haben so eine Regelung getroffen, einmal komme ich nach Südtirol, einmal kommt sie nach Trier. Und wenn wir uns in dem Jahr nicht sehen, dann muss ich mich halt anderweitig... Das war doch eine große Liebe, ne? Na ja, gut, das Sex und Liebe ist ja was völlig verschiedenes. So, da reden Sie von der großen Liebe und dann brennen Sie das? Ich möchte meinen nächsten Gast aus Hamburg vorstellen. Gitti Eichner hat ja die Frage gestellt. Wir beginnen die Sendung heute von hinten. Das finde ich nicht konsequent. Naja, das gehört auch Sie haben so militante Frauen heute eingeladen. Sex und Liebe trennen, das könnt ihr Typen einfach, oder was? Also eigentlich ist das jetzt... eine ganz andere Diskussion, aber ich könnte davon auch was erzählen, aber ich lasse das lieber. Ja, tun Sie es doch! Dann müsst ihr mich auf Ihren Stuhl setzen und nicht genug Stühle lassen. Doch, ich bleibe hier drüber stehen. Jetzt lassen Sie, Herr Bose, also, wie sind Sie denn? Hören. Ja. Wir können die auch auf dieses Feld weiter ausdehnen. Ich möchte Ihnen meinen nächsten Gast vorstellen. Sie kommt aus München. Und, sie kommt aus München und ist Verwaltungsangestellte. Carina Lehm, herzlich willkommen. Es geschehen manchmal Dinge und Wunder, die verstehe ich auch nicht so richtig in der Sendung. Frau Lehm, Sie haben 3 Kinder. Aha. Und mit 17 Jahren, oder mit 16 einfach, gleich oder was, da kam die ganz, ganz große Liebe für Sie. Und diese große Liebe hat dann auch zunächst mal zu großen Komplikationen geführt. Ja, ich hatte ihn ja mit 15 kennengelernt und mit 16 wurde ich dann schwanger. Und nach einem halben Jahr der Schwangerschaft... sagte er zu mir, er wollte doch nicht mehr mit mir zusammenbleiben. Also als Sie im 6. Monat waren, ja. Oder im 7. Monat waren. Sie haben dann 3 Jahre später geheiratet. Richtig. Und da waren Sie ja auch erst 18 oder 19. 19 war ich da. Wie lang ist diese Beziehung, wie ist die gelaufen dann? Ich bin immer noch verheiratet. Mit diesem Mann? Ja. Aber Sie lieben immer noch den anderen, nicht? Ja, das ist so. Für mich war das eine reine Überlegungssache. Ich durfte ja nicht nur an mich denken, sondern ich musste ja auch an das Kind denken. Es war für mich einfach ein Versorgungsfaktor. Der Mann. Weißt du das? Nein. Ich muss gerade zu München. Ich bin nämlich der Mann der Dussel. Augenblick, ach, Sie sind ach, der. Gott. Stellen Sie sich mal vor, wenn jetzt Ihre Frau da dort sitzen würde und dann sagen würde, ja, ich habe die halt geheiratet, dass sie versorgt war. Oder? Das ist vollkommen klar. Das ist ja irgendwo. Jetzt weiß ich aber, jetzt weiß ich gar nicht. Jetzt weiß ich gar nicht, wie Sie jetzt hierher gekommen sind. Ich finde das einfach das Letzte. Das ist ja irgendwo. Das muss man doch da nicht erzählen. Augenblick mal erleben. Also wir müssen mal gucken. Sie sollten aber
kommen Sie also ich kann das mal runtergehen. Nein, ich möchte, also ich muss dazu Folgendes sagen. Wir haben absolut keinen Einfluss darauf, was in einer Beziehung vor sich geht. Und das ist eine Situation, die ich auch noch nicht hatte. Vor allem haben Sie mit Ihrem Mann denn da nicht drüber gesprochen? Ja, also dass ich herfahre, das habe ich ihm schon gesagt, aber wir haben nicht weiter drüber gesprochen. Sie haben doch aber vielleicht gewusst, Herr Lehm und Herr Gabel. Und kommen Sie doch mal mit runter. Herr Gabel, nein, Herr Lehm, nun ganz ruhig. Was soll das denn? Gut, lassen Sie doch mal hier in Ruhe. Schocktherapie war das. Ach, was ist das? Sie können doch hier nicht einfach. Herr Gabel, ich würde Sie bitten, das Studio zu verlassen, weil die Sendung führe ich. Tut mir furchtbar leid. Das ist eine Situation. Ja, das verstehe ich, aber ich möchte hier keine Hand. Ich möchte hier keine Hand. Nehmen Sie jetzt noch eben hin, ganz in Ruhe, setzen Sie auf diesen Platz, bitte hier, bleiben Sie dort sitzen, bleiben Sie ganz ruhig dort sitzen. Setzen Sie sich bitte hin, Herr Gabel, würden Sie bitte zu Markus... Ja nun, aber das gehe ich gar nicht ein, weil ich würde den Herrn gerne helfen. Nein, Sie helfen. Schauen Sie mal, ich helfe dem Helfen selbst. Bitte gehen Sie raus. Dankeschön. So kann man nicht miteinander umgehen. Dies hier ist eine... Ja, aber ich kann Sie genauso als Experte... Herr Gabel, Sie haben... Herr Gabel, würden Sie mich einmal zuhören, jetzt rede ich bitte, ja? Sie halten sich zurück. Herr Gabel, ich denke, Sie waren als Experte eingeladen. Herr Leben, warum kommst du hierher? So, eins möchte ich jetzt sagen. Dürfte ich Sie bitte einen Augenblick mal bitten, jetzt ruhig zu bewahren? Punky oder was? Ich muss nur eins sagen, mein Experte hat im Augenblick bewiesen, dass er nicht in der Lage ist, als Experte hier dran teilzunehmen. Ich habe ihm die Studie verwiesen und er wird draußen bleiben.